Ja, der Ukraine-Krieg ist mir ganz kurz begegnet, weil ich mich eigentlich dafür gar nicht interessiere. Denn wir haben ja die Lösung, wie wir Kriege abschaffen können, aber die Menschheit beschäftigt sich lieber damit, ob sie vielleicht einen Atomkrieg vom Zaune brechen möchten, statt sich damit zu beschäftigen, wie man Kriege strukturell abschafft und aus der Welt schafft. Ja, das scheint niemanden zu interessieren. Und ja, das ist der durch anders Wirtschaften, ja, ein anderes Wirtschaftssystem. Und Richard David Precht und Professor Christian Rieck spielen da gleich eine Rolle. Aber erst einmal zeige ich ganz kurz, wie wir beraten ja die Partei des Gemeinwohls. Und da steht es auf der Homepage, hier steht die Lösung, wie man das strukturell beendet. Sie können sich das ja mal vielleicht anschauen und lesen. So, ja, so haben Sie alle Möglichkeiten, auf Pause zu drücken und das zu lesen. Und das Ganze ist hier auf der Seite der Partei des Gemeinwohls, PDG, die kompetente Bibel. Ach so, ich mache gerade einen Fehler, das muss man ja so machen. So sehen Sie das doch viel besser. Da rückt das schon, ja, dann rückt das so hoch. Und dann haben wir hier den Ukraine-Krieg. Ukraine aktuell. Ja. Na, das ist schon wieder zu viel, weil er ganz oben auch nicht mitnimmt als Bild, aber. Naja, so geht's doch, ne? Und dann haben wir das hier unten noch. Ja, so ist, können Sie alles lesen. Ja, und dabei kann ich gleich doch noch neu sagen, da in der Überschrift steht ja auch noch GWO, also die Partei des Gemeinwohls. Wir haben also gemeldet, dass wir einfach unseren Namen abgekürzt hatten. Bei uns hieß es ja gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO. Und das ist jetzt gekürzt worden auf Gemeinwohlwirtschaftsordnung, weil am Ende läuft sowieso alles darauf hinaus. Marktwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft. Marktwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft. Niemand wird sich noch die Mühe machen, von Gemeinwohlökonomie zu reden oder von Gemeinwohlwirtschaftsordnung zu reden. Am Ende läuft sowieso auf Gemeinwohlwirtschaft hinaus, als das neue Weltwirtschaftsmodell. Und Marktwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft, Marktwirtschaft, Gemeinwohlwirtschaft. Das ist dann die neue Terminologie. Ja, was haben jetzt nun Richard David Precht und ja, ich gehe mal hier hin, nochmal wieder zurück. Ach so, geht ja nicht. Ich muss ja erst wieder aussteigen. Die komplizierte Technik, Fernsehtechnik. Ja, also ich gucke jetzt mal, was ich noch Passendes zeige. Hier ein bisschen Presse auch über uns. Also das ist ja der Hinweis. In der Welt das Einzige, was im Moment diskutiert wird, die Welt zu verändern und auch damit die Krieg eventuell abzuschaffen, das ist eben das Thema Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ oder GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO nach den Next Scientists for Future. Hier haben wir ein bisschen Presse über uns und Medienberichte über uns. Ja, und Partei des Gemeinwohls hatte ich eben, die Flyer und World Council of Wise People, ja. So, also, und hoffentlich klappt das, dass wir die Teile der Spitze der Bundesregierung und des Europäischen Parlaments beraten dürfen demnächst. Denn das ist natürlich viel besser als so eine Kleinpartei wie die Partei des Gemeinwohls, ja. Ja, und schauen wir uns das an mit den Kriegen, ja. Also, wenn wir das Bild hier wieder nehmen, ich wüsste nicht, was ich sonst noch nehmen könnte. Ja, nee, das war schon das beste Bild. Ich habe halt nicht für alles Bilder, aber das die zeigt uns die Kriegsparteien noch am ehesten. Also hier sitzt Russland und dann hier die Ukraine, hier vielleicht Deutschland. Also und Richard David Precht soll also irgendwie sich viel Ärger eingehandelt haben, indem er gesagt hat,
Die Ukraine sollte doch aufhören zu kämpfen. Da sie sowieso verlieren wird, bedeutet es ja nur, dass unnötig viel Menschen sterben. Und dann sagt Professor Rieck irgendwie so etwas wie, ja, irgendwie die ganze Zeit bei Corona ging die Gesundheit vor die Freiheit. Und jetzt auf einmal soll die Freiheit der Ukraine vor der Gesundheit der kriegsverletzten Menschen stehen. Irgendwie komisch, ne? Ja, und das hat einen ganz einfachen Grund. Professor Rieck fehlt all das Wissen des Weltrates, ihm fehlt eine solide naturwissenschaftliche Ausbildung. Und deswegen kann er nicht verstehen. Das macht er ja nicht absichtlich, sondern ihm fehlt die Bildung, die Intelligenz, die Gehirngröße, um zu verstehen, dass das ganz logisch ist, völlig logisch ist. Ja? Es geht so lange Gesundheit vor Freiheit, solange es die Profite der Gesundheitssparten mehrt. Das heißt, die Bevölkerung ist wie ein Fähnchen im Wind. Das sind die Bevölkerung, 90% der Menschen sind einfach nur Opfer von Gehirnwäsche, Propaganda, ja, also Manipulation und so weiter. Und wenn die großen Gesundheitssparten und Gesundheitskonzerne mal ein paar Milliarden auf Kosten der Menschheit verdienen wollen, dann plötzlich steht Gesundheit über allem und die Freiheit der Menschen wird mit Füßen getreten und es wird sogar von Zwangsimpfungen gesprochen. Das ist doch ganz logisch. Wenn ich Milliarden verdienen will, dann manipuliere ich die primitive 90% Masse der Bevölkerung, die sowieso nur nachplappert, was sie vorgeplappert bekommt. Die manipuliere ich mit der Gehirnwäsche durch die vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten. Da zeige ich doch vielleicht noch mal ein Bild entsprechend. Wo haben wir es denn? Ja, zum Beispiel hier haben wir ja. Nö, das andere war sogar besser. Hier haben wir so die Gesundheitssparten. Ja, wenn die einen kräftigen Schluck aus der Pulle nehmen möchten und auf Kosten der Menschheit sich mal wieder bereichern möchten, ohne dass es ihnen bewusst ist, mal wieder ein Geschäft, richtig mal wieder ein paar neue Milliardäre erzeugen wollen, dann geht das, und zwar ohne böse Absicht natürlich, ohne bewusste Beteiligung. Evolution hat auch Absichten und Ziele, auch ohne Bewusstsein. Ne? Also wird die Idee verbreitet, dass jetzt die Gesundheit der Menschen doch wichtiger sei als jeder Freiheitsgedanke und so weiter. Wenn aber jetzt die Waffensparten hier, wo sind sie denn, die Waffensparten? Ne? Wo sind die Waffensparten? Moment. Ist das jetzt so rum? Na? Da sind die Waffensparten besser zu sehen. Hier die Waffensparten mal wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle brauchen, dann kommt halt mit deren Milliardengeldern und deren Einflussmöglichkeiten auf die Politiker. Wo ist das? Wo sind die anderen Bilder? Moment. Ja, hier. Also hier die Waffensparten, da sind sie. Irgendwo müssen doch auch die Gesundheitssparten stehen. Da stehen die Gesundheitssparten, da stehen die Waffensparten, nur exemplarisch für all die Sparten. Und die Waffensparten, da diffundieren zusammen mit deren Geldscheinen und ihre vorteilbringenden Irrtümer in die Köpfe. Und plötzlich ist das Leben und die Gesundheit opfern für den Kampf um die Freiheit der Ukraine völlig in Ordnung, weil das nämlich jetzt Geld für die Waffensparten bringt. Und da die ganze Gesellschaft, also die Politiker, die Parteien, die Spielfilmemacher, die Journalisten und Universitäten, wie Fähnchen im Wind, wie die Gesamtbevölkerung, alle nur Fähnchen im Wind sind, fällt das niemandem auf, dass hier plötzlich die Werte völlig umgedreht werden. Vorher war es, bei Corona war es der Wert, Gesundheit geht absolut vor Freiheit. Und jetzt bei der Ukraine schimpft man über Richard David Brecht, weil plötzlich Freiheit vor Gesundheit geht.
Und der einzige Grund für solche Verrücktheiten und Schizophrenien ist ganz einfach, mit dem einen Spruch verdienen die Gesundheitsspaten am meisten und mit dem anderen Spruch verdienen die Waffensparten jetzt am meisten. Und genauso funktioniert die Marktwirtschaft. Und 90% der Menschen denken nicht, sondern sie werden gedacht durch die vorteilbringenden Irrtümer, durch die Gehirnwäsche der vorteilbringenden Irrtümer. Und so ist es leider. Und deswegen können wir nur hoffen, dass bei den 10% einige dabei sind, die verstehen, dass wir die Gemeinwohlwirtschaft brauchen, damit solche Spielereien aufhören. Weil eben dann, ja, was passiert denn in der Gemeinwohlwirtschaft? Weil dann die vorteilbringenden Irrtümer, wo ist es? Zum Beispiel durch Einführung der Gesundheit, der Wohlfühlstimme, als Wahlstimme und der Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve. Also wir messen ja letztendlich in der Gemeinwohlwirtschaft, in der Variante GWO-Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, messen wir Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit und Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Und dadurch gibt es durch vorteilbringende, früher durch Irrtümer gibt es dann nichts mehr zu verdienen. Also verdienen kann man nur durch verdienen kann man nur durch Irrtümer in der Marktwirtschaft. Im Kapitalismus kann man durch Irrtümer verdienen. Vorteilbringende Irrtümer der Gesundheitssparten, davon wurden wir die letzten Jahre gegeißelt und jetzt werden wir gegeißelt von den vorteilbringenden Irrtümern der Waffensparten, die uns quasi jetzt die gegenteiligen Werte, also jetzt geht plötzlich Freiheit über Gesundheit, ja? Und diese Werteumkehr, das geht alles in der Marktwirtschaft, aber in der Gemeinwohlwirtschaft, da, und Gemeinwohlwirtschaft, da die Diskussion verdichtet sich auf die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber, GWÖ, und die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und damit, ja, und da passiert jetzt Folgendes. Dadurch, dass hier in der Gemeinwohlwirtschaft die finanziellen Belohnungen für Irrtümer, für früher vorteilbringende Irrtümer, die sehr viel körperliche Nachfahren und geistige Nachfahren zur Folge hatten, für die strafen wir jetzt finanziell ab, sodass die entweder aussterben, oder von den Wahrheitsorientierten lernen, die Wahrheiten lernen, also auch vom Weltrat die Wahrheiten übernehmen. Und dadurch dann, jetzt haben wir hier Wahrheiten und die werden jetzt in der Gemeinwohlwirtschaft erstmals zu vorteilbringenden Wahrheiten. Und dann breiten sich rasend schnell mit den leiblichen Nachfahren und den geistigen Nachfahren, breiten sich blitzschnell die dann ja vorteilbringenden Wahrheiten aus. Und dann gibt es eben keine solche Spielereien mehr wie, ja, Gesundheit vor Freiheit oder Freiheit vor Gesundheit. Also all diese Gehirnwäschegeschichten fallen alle weg. Die verschwinden alle. Wir werden eine manipulationsarme Gesellschaft werden. Und das ist doch auch gut so. Oder wollen Sie weiterhin, dass wir Manipulation haben? Ja, und dann kann ich Ihnen noch zeigen, wie das so ist hier so. Wo ist das denn hier? Da hatten wir das doch mit den großen Bildern hier. Ja, was kann ich Ihnen da noch zeigen? Nämlich hier, da haben wir ja die Seite hier. Wer mitdiskutieren, stöbern möchte, und da kann ich zum Beispiel hier jetzt mal, da können Sie ja alles anklicken, was es so gibt, und jetzt klicke ich mal die Standard-Homepage des Weltrates an. Ja, und da können wir jetzt hier so sehen,
wie sich der Name geändert hat. GWO, Gemeinwohl, Wirtschaftsordnung, Weltsensation, ZDF, Arte, Schrot und Korn diskutieren als erste große Medien über Gemeinwohlökonomie. Und wie gesagt, ich habe das ja in den Parteien festgestellt, dass das alles in den Parteien schon angekommen ist. Also das wird das Thema der Zukunft hoffentlich immer mehr werden, Gemeinwohlwirtschaft als Nachfolgemodell für die Marktwirtschaft. Und ja, hier steht's eben. GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, der Next Scientist for Future. Ja, damit habe ich alles zu Richard David Precht. Also Richard David Precht, da ist jetzt nicht wichtig, ob er Recht hat oder Unrecht hat, sondern entscheidend ist, dass Professor Rieck dieser Wechsel der Weltbilder aufgefallen war. Und das ist eben von daher. Ja, der Wechsel der Weltbilder und der Wertebilder, der ist deswegen so, weil für die Marktwirtschaft Wahrheit und Werte völlig irrelevant sind und deswegen alles so läuft, wie es läuft. Ja, jetzt beende ich als erstes die Aufzeichnung, die jetzt gleich veröffentlicht werden wird.